Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Update. Es wird momentan sehr, sehr interessant in dem Bitcoin-Chart, denn auf dem einstündigen Chart habe ich hier ein Pattern, welches womöglich kurz davor steht, auszubrechen. Und wie es jetzt weitergehen könnte, werden wir uns hier in diesem Video anschauen. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Und heute habe ich noch ein paar interessante News reingepackt. Und wenn euch das gefällt, dass ich auch in die Videos ein paar News integriere, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, wir starten jetzt direkt mit dem Bitcoin hier erstmal natürlich auf dem einstündigen Chart. Hier haben wir natürlich momentan unser Symmetrical Triangle, welches wir hier an dieser Stelle formen beim Bitcoin. Es wird sehr, sehr interessant meiner Meinung nach, denn sollten wir hier mit dem Bitcoin die 20.000 US-Dollar Marke nach unten durchbrechen, dann könnte es sehr, sehr gefährlich für den Bitcoin werden, denn dann gehe ich auch persönlich davon aus, dass wir hier noch eine weitere Korrektur sehen. Aktuell hält der Bitcoin die 20.000 US-Dollar Marke. Allerdings bilden wir hier ein Symmetrical Triangle und zwar in einer bärischen Formation. Wir sehen hier, dass wir aus einem Downtrend in dieses Symmetrical Triangle reinkommen und dann müssten wir hier jetzt gegebenenfalls einen Breakout in den nächsten Tagen und Stunden sehen. Wenn wir uns das hier Ganze anschauen, haben wir bis morgen früh 7 Uhr Zeit, hier einen Breakout zu sehen aus diesem Symmetrical Triangle. Und ich persönlich gehe davon aus, dass hier die Wahrscheinlichkeit natürlich aufgrund dessen, dass wir mit einem Downtrend in dieses Symmetrical Triangle reinkommen, dass hier die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir hier einen Breakout nach unten sehen. Sollten wir hier einen Breakout sehen, würde ich hier in dem Fall erstmal warten, bis wir hier die 20.000 US-Dollar Marke nach unten durchbrechen. Und dann könnte man gegebenenfalls eine kleine Short-Position eröffnen. Andererseits natürlich bin ich immer noch der Meinung, fest davon überzeugt, dass man jetzt schon anfangen sollte, DCA Bitcoin Spot einzukaufen. Das heißt, man könnte sich Orders legen auf 20.000 US-Dollar, auf 19, 18, 17, 16, so ein wenig Strategie reinbekommen, dass man immer weiter nachkauft und um so natürlich das Risiko vorzubeugen, dass man zu hoch kauft, weil ich gehe persönlich nicht davon aus, dass man wirklich das Glück hat und sich auch auf das Glück verlassen sollte, dass man den Boden beim Bitcoin erreicht. Schauen wir uns noch kurz das Preisziel hier an. Dafür würde ich das hier von hier einmal ziehen. So legen wir es hier an, legen wir das hier an die mögliche Ausbruchstelle, legen wir das Preisziel, befindet sich hier in etwa bei ca. 18.000 US-Dollar. Also hier nochmal. So, genau, 18.000 US-Dollar. Warum diese 18.000 US-Dollar mein nächstes Preisziel sind, wenn wir die 20.000 US-Dollar Marke nach unten hin durchbrechen, schauen wir uns natürlich hier nochmal auf dem Weekly Chart an, denn auf den Charts momentan passiert wirklich nicht sehr, sehr viel, nur auf den kleineren Timeframes, auf den größeren sind wir hier immer noch weiterhin dabei, dass wir hier die Weekly Candle haben, die weiterhin über der 20.000 US-Dollar Marke sitzt. Wir haben die 200er Weekly Moving Average nach unten durchbrochen. Ich hatte euch schon gesagt, sollte hier dieser Support bei ca. 28.500 US-Dollar fallen, dann sehe ich hier den Bitcoin bei der 200er Weekly Moving Average, also bei ca. 22.300 US-Dollar. So ist es gekommen. Wir haben hier kurz die 200er Weekly Moving Average angetestet, befinden uns jetzt unterhalb dieser Zone. Jetzt hält natürlich unser Support hier, der sich hier in etwa bei ca. ja, ich würde sagen 20.000 bis 17.500 US-Dollar bewegt. In dieser Zone haben wir eine Supportzone, die wir hier weiterhin haben. Wir sehen hier nämlich Widerstand vom alten All-Time High. Hier nochmal kleiner Widerstand. Und jetzt sehen wir immer noch, dass der 20.000er Support hält. Warum hält der 20.000er Support? Die 20.000 sind natürlich hier in der Regel nicht nur der Support von unserer, also nicht die Region von unserem alten All-Time High, sondern auch ein psychologischer Support, den wir hier haben. Ihr müsst euch immer so vorstellen, Supportpunkte sind nicht immer nur ein fester Punkt, sondern Supportpunkte sind Supportbereiche. Deshalb habe ich hier auch grüne Kästchen eingezeichnet. Das heißt, mein Supportbereich liegt hier zwischen 20.000 circa und 17.500 US-Dollar. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier im schlimmsten Fall sogar bis 17.500 US-Dollar korrigieren könnten und sogar dann würde ich nicht mal in Panik verfallen, sondern das wäre meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Situation, ein wenig Bitcoin nachzukaufen. Kommen wir nochmal zu den News. Es gibt interessante News auf dem Kryptomarkt und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle USDC, den Stablecoin. Die Firma hinter USDC, die hinter USDC steckt, ist Circle und Circle arbeitet momentan an einem neuen Euro-Stablecoin. Dieser Euro-Stablecoin ist gepackt an den Euro, das heißt ein Euro ist dann ein Coin in der Hinsicht und dieser soll dann
ja dazu dienen, dass man natürlich, wenn man seine Bitcoin verkauft, zum Beispiel dann Kapital im Kryptomarkt so gesehen in Euro halten kann, aber als Euro-Coin. Also so wie wir auch USDC oder USDT hier benutzen, nur dass dieser gepackt ist an den Euro. Das hat ja bis jetzt nicht bis jetzt gefehlt. Wir hatten bis jetzt nur Stablecoins, die gepackt waren an den US-Dollar. Dieser soll jetzt Ende Juni an den Start kommen. Das heißt, in circa 2 Wochen soll dieser Euro-Stablecoin hier an den Start kommen. Nochmal eine nicht so erfreuliche Nachricht. Nach Celsius Network stoppt jetzt auch Bubble Finance die nächste Lending-Plattform ihrer Auszahlung. Bubble Finance ist eine Lending-Plattform aus China und diese stoppen jetzt auch die Kundenauszahlung. Das heißt, die Kunden können momentan erstmal keine weiteren Gelder auszahlen. Hier wird genannt, der Grund sei Liquiditätsdruck, der durch die hohen Fluktuationen am Markt ausgelöst wurde. Man tue alles, um Kunden zu schützen, heißt es seitens des Unternehmens. Die Nachricht kommt kurze Zeit, nachdem die Lending-Plattform Celsius am Anfang der Woche Liquiditätsprobleme angemeldet und ebenfalls Auszahlungen gestoppt hatte. Frage ist jetzt, wie es jetzt weitergeht. Hier wird nochmal gesagt, Marktbeobachter fürchten nun eine Kettenreaktion. Ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt mit den Lending-Plattformen weitergeht. Wie gesagt, Celsius hat die Auszahlung gestoppt. Dann gibt es hier nochmal jetzt bei Bubble Finance Probleme. Three Arrow Capital ebenfalls sehr, sehr problematisch. Ich glaube, deren Ethereum-Position liegt auch. Der Liquidationspreis liegt, glaube ich, bei 1012 oder 1014 US-Dollar. Sollte der Ethereum darunter fallen, wird diese gigantische Position von 246 Millionen US-Dollar in Ethereum ebenfalls liquidiert und das könnte nochmal den Ethereum-Kurs hier nochmal deutlich nach unten schieben. Das heißt, sollte Ethereum unter die 1000 US-Dollar fallen, gehe ich persönlich stark davon aus, dass wir mit Ethereum in Richtung von 800 US-Dollar gehen könnten. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video ein Like da lässt, abonniert diesen Channel und aktiviert hier die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Links zu den kostenlosen Social Media Kanälen, zu der kostenlosen Telegram Gruppe findet ihr hier in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Update.